Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum WWE United States Championship Match zwischen Kevin Owens und Chris Jericho, the former best friends. Bei WrestleMania 33, nicht 32. Dafür sieht der Hintergrund ziemlich geil aus, auch wenn da unten jetzt durchgehend eingeblendet wird von Snickers WrestleMania 32, aber egal. So much respect between these two. This is going to be one for the record books. Ja, und dann starten wir in das Match um den United States Championship und wir haben uns für Kevin Owens entschieden. Da ich das ja Meinung bin, dass die WWE ihn den nächsten Titel jetzt übergeben wird, nachdem es Triple H mit dem Universal-Titel tat,
Ja, verteidigte Kevin Owens ja den Titel ziemlich lange, meistens durch Chris Jericho. Nun hat er ihn bei Fastlane durch Chris Jericho verloren, wo er gegen Goldberg kämpfen musste und gegen Goldberg erst gefühlte 5 Minuten außerhalb des Rings war. Und dann drin stand, bis dann die Musik von Chris Jericho ertönte, dass der Ringrichter die Glocken läutete und dann sozusagen Goldberg ihm ein Spear und einen Jackhammer verpasst hat und dann war das Match noch schneller vorbei als gegen Brock Lesnar, aber wäre auch komisch, wenn nicht. Nun gibt man ihn gegen Chris Jericho das United States Championship Match. Ich würde es mir wünschen für Chris Jericho, dass er das Ding hier gewinnt. Auch wenn er jetzt als United States Champion nicht so ihn gepredigt hat. Aber ich finde Kevin Owens als United States Champion schon ein bisschen komisch, um ehrlich zu sein. Oder würde ich komisch finden, wenn es dann so käme. Sorry, Freunde, ich habe was im Auge. Alter, es ist echt nervig, ey. Geil, ich krieg's nicht raus. So, jetzt. Boah, Alter. Das hatte ich aber schon seit Kevin Owens in den Ring kam, ey. Ja, um ehrlich zu sein, finde ich das Match ganz cool. Bei WrestleMania, gut. Ja, ich meine, so toll ist es dann auch wieder nicht, dass man es unbedingt bei WrestleMania machen kann. Angefangen hat Kevin Owens dann Chris Jericho zu attackieren, als sie beim Festival of Friendship waren oder als sie das gefeiert haben, wo dann Kevin Owens Chris Jericho eine Liste geschenkt hat, wo dann aber drauf stand die Liste of KO. Und dort stand Chris Jericho drauf und nachdem Chris Jericho das gelesen hat und gesagt hat, da steht ja mein Name drauf, hat Kevin Owens ihm dann ein paar aufs Maul gehauen und seitdem fängt die Fehde jetzt halt an. Ja, dann gibt's ein Pop-Up Powerbomb. Zack. War es noch nicht? War klar. War in den letzten Matches jetzt immer so. Ich weiß nicht, warum ich dieses Match nach Seth Rollins gegen Triple H hochlade. Keine Ahnung. Aber irgendeinen Grund wird schon sicherlich haben. Auch wenn ich ihn nicht weiß. Morgen wird dann. Oh. Nee, warte, Quatsch. Nee, was kommt morgen dann für euch? Oh, er hat ein Signature. Das ist blöd. Scheiße, das ist ja mit Knöpfen drücken. Oh, Robrick, danke. Nochmal? Willst du mich verarschen? Jo, alles klar. Okay. Das kam überraschend. Vor allem, wie stark er auch war. Ich habe ja wirklich nicht langsam gedrückt. Ich weiß auch gerade nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ja, auf jeden Fall Chris Jericho, der Kevin Owens über den Arsch gerettet hat, hat ihn jetzt sozusagen dann den Titel gekostet. Naja, gut, Chris Jericho bleibt bei uns United States Champion. Ich sag zwar trotzdem, dass Kevin Owens gewinnt, auch wenn ich schade finden würde, weil Chris Jericho hat sich den wirklich verdient. Er hat ihn nicht, glaube ich, einmal verteidigt. Hat ihn nur gegen Roman Reigns gewonnen, als es ein 2 gegen 1 Handicap-Match war und der ihn gepinnt hat, der wurde halt Champion. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich war eigentlich noch nicht fertig, um über die Fehde zu erzählen. Lasst doch gerne ein Abo da. Würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, haut raus. Ach ja, ich wollte sagen, was ihr da morgen zu sehen kriegt. Ach so, ja. Undertaker gegen Roman Reigns, ne? Haut raus. Tschüss.